Herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge hier bei Diesel TV. Seit langem mal wieder mein T-Shirt an. Ja, ich habe diese Woche, also eigentlich ist es diese Woche, diese Folge, wie auch immer. Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich schaffe es jetzt nicht, dass am Sonntag ein Video kommt, weil ich irgendwie es verplant habe, Videos zu schneiden. Also ich habe jetzt gerade die Spanien-Folge, die war ja abrupt zu Ende, weil ich einfach irgendwas fertig machen wollte, damit irgendwas kommt wenigstens. Und ja, jetzt bin ich, also das kommt gleich, warum jetzt diese Woche, wenn ihr das Video seht, also letzte Woche für euch sozusagen, keine Folge kam, weil ich einfach nicht zu Hause war. Denn ich habe diese Woche so eine Art, ja, Spezialtour, könnte man sagen. Ich muss nämlich hier, ja, so eine Probebohrungstour, fällt jetzt doch zurück oder was, okay, so eine Probebohrungstour begleiten. Das heißt, ja, es ist eigentlich keine Fernfahrerwoche, es ist eine Fernsteherwoche. Ich bin dann auch am Feiertag unterwegs und so, aber ja, ist halt leider so. Und am Wochenende auch noch. Aber ja, dafür passt die Kohle, ne? Und dann, wenn die Kohle passt, dann mache ich fast alles. Weil ich meine, die Standtage sind voll bezahlt. Das heißt, ja, ich mache nichts und verdiene trotzdem Geld. Einen Haufen Geld, ihr wisst ja so viel. Also unglaublich viel. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe jetzt in Pretzfeld geladen. Jetzt fahre ich nach Karlshausen. Da lade ich dann 3 Paletten wieder ab und lade in Karlshausen so eine Bohrramme. Dann habe ich, weil Dienstag der Feiertag ist, am Mittwoch in Luxemburg ausladen, dann in Luxemburg stehen bleiben, Mittwochabend in Luxemburg wieder alles laden, dann nach Holland fahren, über Nacht, dann bin ich Donnerstag morgens in Holland, dann lade ich praktisch am Donnerstagmorgen in Holland aus, bleib da stehen, dann am Donnerstag und Freitag und am Samstag lade ich da dann wieder in Holland alles auf und fahre wieder nach Karlshausen. Muss dann am Sonntag nochmal stehen und der lad dann am Montag in Karlshausen aus und dann ist diese Tour beendet. Also ja, wie gesagt, ich habe also jetzt, warte mal, Dienstag stehe ich, Donnerstag, Freitag und eigentlich auch noch den Samstag, also 4 Tage, wo ich nur rumstehe. Ich habe mir aber schon einen Plan gemacht, wenn ich dann in Holland bin. Ich wollte ja schon immer mal zu JP Performance und ich werde mir dann in Holland, kann ich von dort, wo ich dann den LKW stehen lassen muss oder stehen lassen soll, bis zur Mietwagenfirma, ist irgendwie 1 Kilometer oder so. Das laufe ich, dann hole ich mir am Freitag nämlich einen Mietwagen, bis also am Donnerstag, fahre am Freitag nach Dortmund, schaue mir da das JP Performance Gedöns an und fahre dann am Freitag wieder zum LKW und dann den Samstag, bis ich dann wieder losfahren kann. Das kriege ich dann auch rum, die Zeit. Und am Dienstag, also morgen am Feiertag, da besuche ich einen Kumpel, weil, also wenn ich jetzt nachher abgeladen und wieder geladen habe, die Ramme, dann fahre ich nach Simmern, wenn ihr euch noch an den Philipp erinnern könnt, der mich damals mit seinem Raketenauto abgeholt hat. Das habe ich ja, glaube ich, auch in die Folge reingeschnitten. Der holt mich dann ab, dann gehen wir zusammen trainieren im Fitnessstudio. Und ja, also den Dienstag, der ist jetzt auch verplant, nicht mit dem LKW rumsitzen. Das heißt also, ja, ich habe auch ein bisschen was zu tun. Und stehe also nicht nur rum. Also die einzigen wirklichen Standtage sind halt der Donnerstag und der Sonntag. Aber ja, wie gesagt, für mich persönlich passt es so, auch wenn ich natürlich lieber zu Hause wäre heute und Brückentag gemacht habe, aber man kann nicht alles haben. Ich wollte hier gerade waschen, aber geht nichts. Er hat gesagt, 1,5 Stunden Wartezeit und dann müssen die es ja auch noch waschen. Ne? Das dauert dann ja. Diesel TV. Ja, hallo, guten Tag. Ich hau jetzt wieder ab, dauert zu lang. Ja. Keine Zeit. Ich verfolge dich schon lang genug. Ja, jetzt klappt es mal. Ja. Aber die Kamera läuft dann, gell? Kannst Hallo sagen, dann kommt es im Video. Aber erst in 2, 3 Wochen. Ja. Ich stehe schon seit 2 Stunden hier. So viel Zeit hat man als Angestellter? Innenraumwäsche. So. Ah, okay. Ja, ne, so ist es. Jetzt wart ihr live dabei, also nicht ganz live, aber habt es gesehen. Also Zuschauererkennung für diese Woche abgehakt. Jetzt fahre ich hier nur, drehe ich hier einmal rum und dann fahre ich hier wieder raus. Ich gehe jetzt nochmal zum Ebert Truck Wash, da habe ich ja auch schon mal gewaschen. Das ist direkt an der Strecke, das war ja auch so, oder da konnte man noch duschen und so. Und da war das in welcher Folge. Da bin ich irgendwann mal nach England gefahren. War wahrscheinlich. Ja, dieses, das muss irgendwo im April, Mai oder so gewesen sein dieses Jahr.
Ich habe es jetzt zum Truckwash geschafft. Ich muss nur noch ein bisschen warten, aber hier kann ich jetzt auf jeden Fall mal waschen. Ich habe sogar noch hier Schokobrötchen und Kaffee, gibt es ja auch immer, und duschen kann man ja auch hier. Also die sind echt, ist echt eine gute Adresse. Ist ein bisschen versteckt, wenn man nicht weiß, dass es den hier gibt, aber wie gesagt, Eber Truckwash findet ihr auch auf Instagram, Google Maps und so. Kann man top waschen. Oh, hier ist so eine... fuck. Jetzt bin ich auch noch falsch gefahren. Ich bin hier mitten in der Botanik, da auf dem Weg zu dem Kunden. Und da ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Ja, das kannst du doch vergessen hier. Jetzt müsste ich hier links. Ach guck mal, hier kann ich sogar drehen. Perfekt. Das ist natürlich auch immer ganz cool, wenn die sich da so in den Wendekreisverkehr reinstellen. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich da hinten, weil der ist durch für LKW gesperrt, und hier bei diesen, in der Gegend hier, da sollte man, also oft kann man ja auch einfach durchfahren, ne? Auch wenn für Durchgangsverkehr gesperrt ist, aber hier ist das alles immer so eng, das ist mir echt zu heikel. Auf jeden Fall hier nicht gesperrt für LKWs. Das heißt, es könnte durchaus funktionieren. Aber das ist halt eben, was ich meinte mit, das wird nachher gegurke. Da, ja, genau, das ist die. Ich habe doch mal, da wo ich im Graben gelandet bin, da habe ich auch hier in der Gegend ausgeladen. Da war doch der Monteur, beziehungsweise der andere LKW-Fahrer da, der so einen saarländischen Dialekt gesprochen hat, den ich nicht verstanden habe. Also das habe ich echt, das war so heftig, der Dialekt. Oh, Alter, was ist das hier? Oh, hoffentlich klappt das nachher alles. Ach, du bist doch auch eine dumme Nuss. Oh Mann, da ist so viel Platz. Nein, 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 da fährt man schön in die engste Stelle rein. Alter, was machst du denn hier? Gott. Die Umleitungsstrecke weitergefahren, aber das ist völlig falsche Richtung gewesen. Da wäre ich, also die Gegend, da war auch auf der Umleitung geschrieben, Umleitung zu einem anderen Ort, wo ich gar nicht hin musste. Ne? Komischerweise. Aber da stand ich nach Pippo. So. Pippo.
Aber ich glaube, ja doch, ich komme da unten wieder auf die Straße. Zum Glück. Müsste dieses Leimbach oder Lennberg, genau, jetzt ist Leimbach. Dann muss ich noch in den nächsten Ort rein und dann da irgendwie links. Beziehungsweise, der meinte, man sieht es auch, wo ich da hinfahren muss. Sondern das müsste. Ah ja, ach, das ist sogar ausgeschildert. Aha. Ja, dann. Wieder wirklich, also das ist wieder exakt so, dass du gerade so reinkommst. Ist echt immer wieder erstaunlich. Boah, aber das ist eine, Alter, das ist eine Riesenanlage da hinten, Junge. Ist ja brutal. Machen sie dann wieder die gute Ackerfläche weg oder ist es dann hier nur Wiese? Da hinten ist auch nur alles Fläche. Brutal. Brutal. Guckt euch das mal an. Fertig mit Laden hier in der Botanik. Jetzt geht's mal ab zum Philipp, zu meinem Kumpel. Und dann ist erstmal morgen Feiertag. Aber berichte ich später. Jetzt muss ich das alles mal eingeben, wo ich dann nochmal hin muss und so. Hoffentlich muss ich nie wieder auf dieser gesperrten Strecke fahren. Es ist Dienstag. Ja, hier kommt die Sonne, scheint durchs Schiebedach auf meinen. Also ich bin zumindest belichtet, ja, unterbelichtet hier drin, überbelichtet von außen. Ihr wisst Bescheid, der Philipp kommt jetzt gleich, holt mich hier ab. Dann nehme ich meine Sportsachen mit und dann gehen wir trainieren im Fitnessstudio. Mal gucken, was der so kann, ob da großartig was geht. Also nicht, dass ich jetzt hier der Fitnesskönig bin oder sowas. Aber er hat halt immer geprahlt, dass er so abgeht. Ne? Es ist Mittwochmorgen. Ich habe ja den Feiertag hier übergestanden. Ich habe mich noch mit dem Philipp getroffen, den kennt ihr ja, der... Da gab es auch eine Folge, da habe ich mit dem Stapler da hinten mitten in der Stadt so abladen müssen. Ich war noch bei Borchers und hat er mich hier abgeholt. Da waren wir gestern zusammen trainieren im Fitnessstudio, das war richtig geil. Aber ich muss sagen, so im fremden Studio ist mir nicht ganz so leicht gefallen, mein Training durchzuziehen, weil irgendwie die Geräte alle wieder anders waren und so. Ja, bin ein bisschen komisch, aber hat trotzdem Spaß gemacht. War cool, das heißt, gestern war nicht ganz so der langweilige Tag. Heute wird es eher schwierig, weil heute fahre ich ja nur anderthalb Stunden nach Luxemburg runter. Dann stehe ich wieder bis abends. Und abends fahre ich dann eigentlich ähnlich wie beim, ja, es ist eigentlich wieder wie beim Konzertfahren. Ganzen Tag rumstehen, abends fahren oder nachts fahren. Und dann habe ich ja die schlimmsten Tage, die kommen ja, ist der Donnerstag, der Freitag. Und da muss ich mal gucken, ob ich am Samstag schon wieder zurückfahren kann oder nicht. Das muss ich jetzt nachher mal mit dem Monteur da klären, weil ich glaube, der Monteur, der in Luxemburg ist, ist auch der Monteur, der nachher in Holland ist. Und dann kann ich den mal fragen, ob die das jetzt bis Samstag geplant haben oder nur bis Freitag oder ob die mich am Samstag dann noch laden können und ich zurückfahren kann oder ja.
bin jetzt hier kurz vom Ziel. Ich bin noch nie abseits der Autobahn in Luxemburg gefahren. Eigentlich ist das hier alles gesperrt, für Transit zumindest. Jetzt müsst ihr irgendwo dieses Konsulat kommen und dann hinter dem Konsulat rechts. Aber ihr seht hier alles ordentlich sauber. Wie geleckt sieht es hier aus. Ein bisschen wie in Liechtenstein. Da bin ich auch einmal durchgefahren. Da war ich auch ganz verwundert über die Ordnung und Sauberkeit, die da ist. So, das ist wahrscheinlich, genau, was hier vom Deutschen Reich, vom Kaiserreich ist hier die Konsulat oder was? Schwarz-Weiß-Rot, achso, nee, andersrum ist das ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die Flagge von Jemen. Und jetzt müsste es eigentlich hier rechts sein. Ja, genau. Ich bin jetzt hier zu weit gefahren. Soll ich irgendwie da vorne wohl rein, wo der mal irgendwie da vorne in die Einfahrt. Na, da komme ich so aber nicht rein. Ich stehe jetzt hier in so einer Einfahrt, landwirtschaftlicher Weg, wie auch immer. Die Rampen sind noch dran, die haben die Geräte schon abgeladen, sind eigentlich, ja, sind soweit schon fertig. Die fangen jetzt an hier mit Schaffen und ich habe wieder Pause. Ja, jetzt gucke ich mal, ob man hier irgendwie sich was angucken kann in der Nähe oder sowas. Vielleicht gehe ich in die Botschaft, ins Konsulat vom Deutschen Reich. vom Jemen, keine Ahnung. Also wirklich viel ist hier nicht drumherum. Ich gebe jetzt mal die Adresse da in Holland ein. Also das ist irgendwie hier, machen die jetzt ihre Probebohrungen und da oben. Da, wo der schwarze Van steht. Und ja, mal schauen, wann die hier fertig sind. Dann laden die wieder auf und ich düse dann irgendwann wieder hier los heute. Ja, also kleine Planänderung hier. Die sind jetzt schon fertig. Ich hatte ja, es ist 14 Uhr, ich hatte damit gerechnet, dass ich den ganzen Tag hier stehe. Aber nicht so. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass es mit der Pause nachher hinhaut. Aber es sind ja nur 6 Stunden bis da hoch nach Holland, da wo ich jetzt hin muss. Von dem her sollte das eigentlich also nachher alles funktionieren. Ich habe es jetzt noch bis Belgien geschafft mit meiner komischen Spezialtour. Ja, jetzt ist die große Frage mit dem Parken. Mir hat jetzt der Zuschauer hier, der Chris, hat mir ein bisschen geholfen. Der hat mir da so einen Tipp gegeben Arnheim, wie heißt denn das hier nochmal? Jetzt doch gerade drin hier. Amersfoort, genau. Da ist so ein kleiner Truckstop. Probiere ich mein Glück mal. Wenn es da nichts gibt, dann muss ich mir irgendwie eine Alternative überlegen. Weil auf Google steht, ab 19 Uhr wird es da voll. Ja, aber mal sehen. 19:41 bin ich jetzt da. Gleich ist es soweit. Noch 100 Meter. Da habe ich wenigstens die 10.000 drauf, nachdem ich die... Ja, was dürfen diese Roller hier eigentlich in Holland fahren? Ich fahre hier, also ich traue mich nicht schneller zu fahren. Dieser Roller hat mich, also der fährt locker 80 oder sowas. Ich fahre jetzt 64, der will aber nicht kleiner da hinten. Ich dachte immer, die dürfen hier nur, wie bei uns in Deutschland, so 50 fahren oder so. Aber der ist mit Sicherheit schneller. Ich muss ja gerade eh durch die Botanik fahren, deswegen muss ich mich überhaupt mit diesem Roller battlen. Weil die Autobahn gesperrt ist und ich schon oberschlau abgefahren bin und gedacht habe, hahaha, also ich nicht, mein TomTom hat sie erkannt und wollte vorne wieder auf die Autobahn, war da trotzdem gesperrt. Ja, jetzt muss ich hier, oder bin ich hier durch die Dörfer gefahren und gehe den ganzen Holländern hier auf den Sack, weil ich mich nicht traue, schneller zu fahren, weil diese Straße hier so eng ist. Ja, und dann mal gucken, ob ich jetzt gleich auf die Autobahn komme oder nicht, weil es hat mich jetzt schon 10 Minuten gekostet. So, aber das ist jetzt, ich sag dann 20.17 Uhr Ankunftszeit. Komme ich jetzt da schon wieder nicht auf die Autobahn. Ach, hör doch auf. Also jetzt habe ich aber keine Lust mehr, wirklich. Jetzt ist die Autobahn da schon wieder gesperrt, oder was? Ja, die ist immer noch gesperrt. Na super. Ach, hör doch auf. Was ist es in diesem Land mit diesen Ampeln? Ja, ich bin nicht mal zu schnell gewesen. Naja. So, nicht aufregen. Ich habe mich schon genug aufgeregt vorhin wegen dieser...
Sperrung da. Mal schauen, ob ich da jetzt noch einen Platz kriege oder nicht. Aber das sieht eigentlich relativ voll aus, aber ich glaube, auf der anderen Seite gegenüber kann man auch noch parken. Ich glaube, ich hab's geschafft. Aber hey, ich habe die Schnauze gerade. Ach, ich weiß auch nicht. Hier, also, ja, was ich auch nicht weiß, ist, wer diese Markierung hier gemalt hat. Das ist so eng hier. Also, da passt gerade ein LKW. Alter, ich stehe auch noch komplett schräg. Also, das kannst du ja auch vergessen. Ja, auch. Ach so, netterweise, da seht ihr den mit der Puffbeleuchtung. Der rechts daneben, der hat mir geholfen beim, hier beim Reinfahren, weil das war hier rückwärts rechts echt ein bisschen blöd. Ja, guten Morgen aus Holland, Niederlande. Ich wollte eigentlich hier, also ich weiß nicht, ob ich hier nochmal parken fahre, vielleicht im Notfall, aber ich finde ehrlich gesagt, 20 Euro nur fürs Parken und du kriegst nichts, kein Voucher, gar nichts, ist schon ganz schön teuer, finde ich. Und Duschen kostet auch nochmal 2 Euro extra, das ist also nicht mal inklusive in dem Parkpreis. Und ich dachte gestern, ja komm, ich hätte gestern nicht so Bock, ich gehe lieber heute, jetzt Wochen früh duschen, ja, duschen zu. Und wenn keiner da ist von denen, kannst du da auch nicht duschen. Ich meine, ich hätte halt gestern fragen sollen, wie das ist, aber habe ich halt verpennt. Naja. So was sieht man hier natürlich gerne mal. Ist schon fast normal. Die Motore sind schon da, die stehen da vorne. Aber der Chef fehlt noch. Mal gucken, ob hier, wann das hier losgeht. Ja, also jetzt geht das große Stehen weiter. Ich wollte ja heute eigentlich ein Auto mir mieten und nach Dortmund fahren, aber das klappt natürlich auch nicht. Alles ist jetzt schon 10:30 und ich kann bis spätestens 18 Uhr muss ich zurück sein, sonst komme ich hier nicht mehr aufs Gelände, bitte, dann sind die halt weg. Aber ich brauche eine halbe Stunde zur Autovermietung, dann ungefähr eine halbe Stunde, bis ich das Auto habe, dann ist 11:30 und dann 3 Stunden runterfahren. Um 12 fahre ich los, dann ist es 3. Das kannst du auch vergessen. Ja, naja, vielleicht klappt es ja morgen. Ich muss halt mal klären. Einfach mal schauen morgen, wie lange die da jetzt hier beschäftigt sind. Aber ja, also diese Steherei. Und das Schlimme ist, es ist ja noch nicht mal der letzte Tag. Ich muss ja heute Morgen, dann am Samstag, vielleicht eventuell auch noch. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss man mal gucken. Und dann ja am Sonntag schon wieder. Oh Gott, was habe ich mir da nur angetan? Ich bin hier gerade ein bisschen am Rumlaufen und jetzt ist mal eine geile Kiste hier. So ein alter Dach. Ich dachte zuerst, es wäre diese englische, es gibt doch auch diesen englischen LKW, diesen BMC oder wie das da heißt. Oh, hier. Ja, auch geil. Ja, eine gute F2000. Interessante Fahrzeuge hat er hier rumstehen, finde ich. Oh, Alter, mir ist so... Eieiei, es ist Freitag. Es ist so unfassbar langweilig. Oh Gott. Ich war ja gestern ein bisschen da in der Stadt. Da waren diese coolen alten LKWs, das war ganz nett. Ja, jetzt hat es heute Nacht geregnet. Die ganze Fläche hier, Gott sei Dank stehe ich auf so einer Betonfläche. Aber die ganze Wiese hier, es ist alles voll. Wobei es jetzt auch schon besser ist, aber in der Nacht, ich konnte fast nicht aussteigen, weil es einfach voller Wasser war. Und in meine Schuhe ist auch noch Wasser reingelaufen. Die hier in der Tür stehen. Ne? Die sind jetzt doch schon hier fertig. Jetzt muss ich halt beim Rausfahren hier nur gucken, dass ich da nicht vom Weg abkomme, weil sonst bin ich, glaube ich, versunken. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war hier in der Mitte praktisch alles asphaltiert.
Jetzt geht es ungefähr, ja, 3 Kilometer oder so zu dem anderen Feld. Und wenn ich jetzt, wenn ich Glück habe, dann sind die heute da auch fertig bei dem anderen Feld. Oder werden sie heute fertig. Dann kann ich nämlich runterfahren, dann kann ich am Samstag noch in Karlshausen das Zeug wieder abladen und würde dann noch ein bisschen nach Hause kommen. Ja, aber das wird sich dann zeigen. Und ich glaube, meine Tür ist undicht hier. Das Fenster ist richtig zu. Angekommen hier am nächsten Platz. Ist ein bisschen Wartezeit gehabt und so. Aber jetzt scheinen sie rausgefunden zu haben, wo genau das Ganze jetzt stattfindet. Hier. Ich kläre jetzt mal noch ab, ob die das heute fertig kriegen oder nicht. Oh ja, jetzt sieht man wahrscheinlich. Warte mal, ich versuche mir mal vor das Windrad. Sieht man da was? Ja, sieht auch nicht besser. Ah, da hinten ist ein bisschen Licht. Ah, ja. Ich habe ein Riesenglück, auch wenn man mich jetzt gerade nicht sieht. Aber die haben mich jetzt tatsächlich noch geladen. Das heißt, ich bleibe jetzt hier noch stehen bis heute Nacht irgendwie 1 oder 2 oder so. Dann stehe ich auf und fahre mal Richtung Deutschland. Da kann ich morgen um 8 Uhr wieder da in Karlshausen ausladen. Und dann bin ich morgen Mittag schön daheim. Ha, da freut sich nämlich das Fredilein. Ja, muss auch mal sein, ne? Besser als jetzt am Sonntag noch mal rumzustehen, weil langsam habe ich echt Arschschmerzen. Jetzt geht's ab Richtung Deutschland. Ja, ich habe aber ein bisschen wenig geschlafen. Naja, gut. Trotzdem einigermaßen fit. Es ist aber auch saukalt. 5 Grad hat es nur. Puh, eklig. Nach Karlshausen geschafft. Ich kenne mich hier jetzt ja zum Glück aus. Ist ja nicht das erste Mal diese Woche. War auch von der Richtung, wo ich jetzt gekommen bin, war es auch nicht so eine schlimme Gurkerei, wo ich von unten gekommen bin. Ging echt gut zu fahren. Um 8 Uhr habe ich mich angemeldet. 8:15 bin ich jetzt da. Also das passt perfekt. Dann schmeiße ich die Bohrmaschine kurz raus. Also diesen, ja doch, Bohrmaschine kann man sagen. Ramme, die Pfahlramme da raus. Es ist jetzt hier heute natürlich nur ein bisschen, ihr seht ja, schlechte Sicht und hier gibt es jede Menge Gräben. Fertig mit Abladen, ich habe jetzt fast alles wieder rausgetan, also die Bohrmaschine ist weg, das Bobcat ist weg und einige von den Paletten sind weg. Jetzt muss ich hier eigentlich nur noch unbeschadet rauskommen und dann... Und dann habe ich es geschafft. Die längste. Alter! Hey. So. Was ist denn hier los? Alles geht hier in die Hose. 18 Minuten kann ich noch fahren, aber ich bin hier gleich. Da vorne kommt die Abfahrt. Heute habe ich wahrscheinlich auch, also sollte ich eigentlich keine Probleme haben mit dem Parken. Das ist leider total beschissen geworden, da wo ich eigentlich jetzt 2 Jahre lang geparkt habe. Ja, doch ziemlich genau 2 Jahre geparkt habe. Habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt,
weil da jetzt auch noch gebaut wird und jetzt der Parkplatz, da wo ich immer, und dann stehen da immer Anhänger und ach, es ist, also wenn ich mittags komme, so vor 12 oder um 12 rum zeitlich, dann kann ich da überhaupt nicht mehr parken. Also es ist alles voll und zu geparkt. Ist echt, ja, ich bin am überlegen, ob ich irgendwie eine Alternative finde. Aber es ist halt leider hier in Tübingen nicht so einfach. Ich habe sogar schon überlegt, irgendwie einen Stellplatz zu mieten, aber oh nee, da steht ja schon, da steht jetzt schon einer drin. Na, es ist alles voll. Alter, ich kann nicht mal am Samstag hier parken. Das ist ja echt der Oberhammer. Das ist ja echt der Oberhammer. Was für eine Scheiße. Weil normalerweise parke ich ja immer hier in der Straße. Aber, ah, wobei doch, vor den kann ich mich doch sogar noch reinstellen. Ja, weil da jetzt halt auch noch der andere da gekommen ist. Und dementsprechend ist es hier alles blöd geworden, leider. Aber ja, irgendwo, ich bin schon rumgefahren mit dem Auto, aber du hast hier einfach keine Möglichkeit, irgendwo gescheit zu parken. Das ist echt komisch. Also so, dass es halt passt. Weil es gibt zwar auf der anderen Seite hier noch ein Industriegebiet, auf der anderen Stadtseite sozusagen. Da ist aber das Problem, da ist immer Stau auf dem Weg rüber. Da will ich halt auch ungern parken. Und ich wohne ja 10 Minuten im Auto ungefähr von hier weg. Aber bei mir oben gibt es auch keinen Parken. Sie haben jetzt schon gefragt, ob ich hier bei dem Esch nochmal anklopfe und frage, ob ich vielleicht auf den, ihrem Gelände irgendwie einen Stellplatz mieten könnte. Aber bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Bei dem sieht es halt auch relativ, alles relativ voll aus. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich habe nämlich hier gerade keinen Spaß wegen dieser blöden Parkerei. Ja, ihr wisst ja, Däumchen und Träumchen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein und bis zur nächsten Folge. Wenn ich es einfach dann wieder am, dann auf jeden Fall wieder Fernfahrerwoche und nicht Fernsteherwoche. Bis dahin, macht's gut, haut rein, tschüss, ade und ciao.